Hallo zusammen, ich bin Alyssa Seidel von InMed Personal und begrüße Sie ganz herzlich zu unserem neuen Video zum Thema Fachsprachenprüfung. Wir haben heute ein weiteres Anamnesegespräch für Sie vorbereitet. Schauen Sie sich das an. Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß beim Zuschauen. Stellen Sie uns gerne Ihre Fragen, wenn Sie welche haben. Wir versuchen, alle Fragen zu beantworten. Ich übergebe jetzt das Wort an meine Kollegin Nina Colette von ÄrzteSprech, die sich heute was ganz Besonderes für Sie überlegt hat. Vielen lieben Dank, Eliza, und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Wie die Kollegin schon gesagt hat, haben wir vom ÄrzteSprech uns etwas ganz Besonderes für Sie überlegt. Und zwar möchten wir aus dem heutigen Anamnesegespräch gerne ein Gewinnspiel machen. Hören Sie also fleißig zu, nehmen Sie sich Notizen und verfassen Sie im Anschluss an das Gespräch einen Arztbrief, den Sie uns dann zusenden. Die E-Mail-Adresse, an die Sie den Arztbrief senden können, finden Sie unten im Kommentarfeld. Wir werden dann 15 Arztbriefe auslosen, die wir korrigieren werden, und die Verfasser der Arztbriefe bekommen dann von uns ein persönliches Feedbackgespräch via Zoom. Viel Spaß beim Zuhören und viel Erfolg beim Schreiben. Wir befinden uns für unser heutiges Anamnesegespräch in der Notfallaufnahme und unsere Patientin wurde mit dem Rettungswagen eingeliefert. Schönen guten Tag, mein Name ist Nina Colette und ich bin als Assistenzarzt hier auf der Station tätig. Ich würde gerne das Aufnahmegespräch mit Ihnen durchführen. Sind Sie damit einverstanden? Guten Tag, ja natürlich, sehr gerne. Wunderbar. Wie heißen Sie denn? Ich heiße Julia Becken-Westphalen. Julia Becken-Westphalen. Können Sie mir Ihren Nachnamen bitte einmal langsam buchstabieren? Gerne, ja. Becken, B-E-C-K-E-N, Bindestrich, Westphalen, W-E-S-T-P-H-A-L-E-N. Alles klar, danke schön. Frau Becken-Westphalen, wie alt sind Sie denn? 33. Und wann ist Ihr Geburtstag? Am 27. März 1987. Oh, schön. Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Vielen Dank. Frau Becken-Westphalen, wie groß sind Sie denn? 1,70. 1,70, alles klar. Und wie viel wiegen Sie zurzeit? 60 Kilo, glaube ich. Gut, können Sie mir noch den Namen Ihres Hausarztes verraten? Ja, das ist der Herr Dr. Becker. Der Herr Dr. Becker. Wie der Beruf oder mit E? Mit E. Mit E, alles klar. Ja. Gut, Frau Becken-Westphalen, Sie wurden ja soeben mit dem Rettungswagen zu uns gebracht. Was ist denn passiert? Ja, ich bin unvorsichtig mit meinem Fahrrad nach Hause gefahren von der Arbeit und hatte leider einen Unfall. Okay. Dabei habe ich mich verletzt, den Krankenwagen gerufen und da bin ich jetzt. Da sind Sie jetzt. Was haben Sie denn jetzt für Beschwerden? Entschuldigung. Haben Sie Schmerzen am Kopf, im Oberkörper, in den Beinen? Ja, ich bin auf meine linke Seite gefallen und habe mir dabei auch tatsächlich den Kopf leicht gestoßen. Ich habe leichte Schmerzen am Hinterkopf auf der linken Seite. Mhm. Ich kann außerdem meinen linken Daumen überhaupt nicht bewegen, weil ich wirklich starke Schmerzen habe am Daumen. Ja. Und er ist auch etwas geschwollen. Mhm. Und irgendwie habe ich auch mein Knie richtig stark verletzt, weil es richtig geschwollen ist und auch sehr weh tut. Okay, Knie ist auch geschwollen und starke Schmerzen, sagen Sie? Genau. Frau Becken-Westphalen, haben Sie denn einen Fahrradhelm getragen? Leider nein. Ich muss auch zugeben, dass ich sehr ungern einen Fahrradhelm trage, weil sie mir so unbequem sind und
Es sieht auch so bescheuert aus. Sie als Frau würden mich sicherlich verstehen. Ich verstehe Sie voll und ganz. Meiner Frisur tut das auch nicht gut. Aber da muss ich Ihnen leider sagen, in diesem Fall gehen Sicherheit und Gesundheit definitiv vor Aussehen, Frau Beckenwestfalen. Bitte, bitte tragen Sie beim nächsten Mal einen Helm. Da haben Sie diesmal wirklich noch Glück gehabt, dass nichts passiert ist. Da haben Sie auf jeden Fall recht. Ich habe jetzt draus gelernt und werde mir auch einen besorgen. Okay, sehr gut. Sie hatten gesagt, Sie haben hinten auf der linken Seite des Hinterkopfes eine kleine Beule, richtig? Genau, das ist richtig. Ja. Haben Sie irgendeine blutige Verletzung am Kopf oder ist das alles? Es ist mir nichts anderes aufgefallen. Zum Glück ist es, glaube ich, nur die Beule. Okay, sehr gut. Die Schmerzen, sind die stark oder geht es? Die sind nicht so stark, das geht tatsächlich. Am Kopf sind die am schwächsten. Okay, alles klar. Der Daumen, Sie haben jetzt gesagt, Sie können den Daumen gar nicht mehr recht bewegen. Mhm. Wenn wir jetzt die Schmerzen einschätzen an einer Schmerzskala, wobei 1 sehr leichten Schmerzen entspricht und 10 sehr starken Schmerzen, wo würden Sie den Daumen, die Schmerzen des Daumens einstufen? Beim Daumen würde ich schon sagen, geht es so auf die 7 zu. Mhm. Vor allem, wenn ich versuche, ihn zu bewegen. Okay. Was ist das denn für ein Schmerz? Ist das ein stechender Schmerz, ein ziehender Schmerz, ein brennender Schmerz? Das ist ein stechender Schmerz, würde ich sagen. Sehr stark stechen, wenn ich versuche, den zu bewegen. Okay. Und wie sieht es am Knie aus? Können Sie das Knie bewegen? Sehr, sehr schwer. Da tut es wirklich sehr stark weh, wenn ich versuche, mein Knie zu bewegen. Es tut selbst weh, wenn ich gerade einfach so hier sitze. Okay, sogar im Ruhezustand? Ja. Wo würden Sie die Schmerzen hier einstufen? Da würde ich sagen, bei 8, wenn ich sitze und wenn ich versuche, mein Knie zu bewegen, ist es wirklich unerträglich. Okay, gut. Strahlen die Schmerzen noch in andere Körperregionen aus? Nein, das zum Glück nicht. Okay. Wie sieht es an der Hand aus? Am Daumen strahlen die Schmerzen da irgendwie ins Handgelenk aus oder an andere Finger? Auch nicht, nein. Okay, sehr, sehr gut. Können Sie sich an den Unfall erinnern, Frau Beckenwestfalen? Ich kann mich gut dran erinnern, ja. Ich war am Anfang zwar etwas benebelt und mir war es ziemlich schwindelig, aber ich denke, das lag vielleicht am Schock im ersten Moment. Okay. Gibt es sonst etwas, was Ihnen aufgefallen ist seit dem Unfall, was ich wissen sollte? Ist Ihnen übel geworden oder vielleicht doch noch mal schwarz vor Augen? Oder fühlen Sie sich seltsam seitdem? Nein. Außer, dass ich sehr starke Schmerzen habe, ist mir nichts anderes aufgefallen. Und dass ich, wie gesagt, am Anfang nur etwas benebelt war, aber jetzt bin ich ganz klar. Okay, gut. Sehr, sehr gut. Frau Beckenwestfalen, haben Sie irgendwelche Vorerkrankungen, von denen ich wissen sollte, wie zum Beispiel erhöhten Blutdruck oder Diabetes oder etwas anderes? Nichts Ernsthaftes. Ich hatte eine Laktoseintoleranz vor einigen Jahren. Mhm. Sie ist allerdings schon weg. Ja. Und jetzt wurde bei mir vor 3 Wochen eine Histaminunverträglichkeit festgestellt. Mhm. Wie äußert sich die Unverträglichkeit? Wenn ich bestimmte Sachen esse oder trinke, vor allem in Kombination, ja, dann bekomme ich starke Bauchschmerzen, Übelkeit manchmal und manchmal auch einen Ausschlag hier im Dekolleté-Bereich. Okay. Sonst gibt es aber keine Vorerkrankungen? Nein. Okay, sehr gut. Frau Beckenwestfalen, sind Sie schon einmal operiert worden? Ja, ich wurde vor 2 Jahren am Fuß operiert. Mhm. Mir wurde ein Hallux Valgus entfernt. Ein Hallux Valgus. Und welcher Fuß war das? Der rechte Fuß. Der rechte Fuß. Sind irgendwelche Komplikationen während oder nach der Operation aufgetreten?
Nein, zum Glück nicht. Nein, sehr gut. Das Ich ist konnte gut. ganz bald wieder meine hohen Schuhe tragen. Perfekt. Dann ist wirklich alles gut gelaufen. Genau. Frau Becken-Westphal, nehmen Sie regelmäßig oder bei Bedarf Medikamente ein? Ich nehme gelegentlich ein Ibuprofen, wenn ich Kopfschmerzen habe. Und Ja. ansonsten nehme ich die Pille. Die Pille. Seit wann nehmen Sie die Pille? Genau. 7 oder 8 Jahren. Okay. Die Ibuprofen, wenn Sie Kopfschmerzen haben, wie viel Milligramm sind das? 400, 600, 800? Also meistens das, was ich gerade zu Hause habe, aber ich glaube 600. 600er, alles klar. Sind Sie geimpft? Ich bin geimpft, ja. Haben Sie ganz zufällig Ihren Impfpass dabei? Oh, leider nein. Eher nicht, ja, ich muss Hätte ich auch gewusst, dass ich gestehen. ins Krankenhaus muss, Ja, ich hätte muss ich ihn auch gestehen, dass ich den nicht bei mir mitgenommen. trage. Ja, sehr gut. Okay, Frau Becken-Westphalen, wie geht es Ihnen denn sonst körperlich? Haben Sie in letzter Zeit Fieber gehabt oder Schüttelfrost oder Nachtschweiß oder fühlen Sie sich irgendwie ungut in letzter Zeit? Nein, ich habe gar keine sonstigen gesundheitlichen Probleme. Ich habe manchmal Schwierigkeiten beim Einschlafen, aber das ist oft der Fall, wenn ich auf der Arbeit viel zu tun habe oder zu viel nachdenke. Also nichts, worüber ich mir bis jetzt Sorgen gemacht habe. Okay, prima. Ich glaube, das kennen wir auch wirklich alle. Ja. Wie sieht es denn aus mit Ihrer Periode? Bekommen Sie die regelmäßig? Ich bekomme sie regelmäßig, ja. Okay, Seitdem ich die Pille nehme, bekomme ich sie ganz regelmäßig. Okay, wunderbar. Frau Becken-Westphalen, rauchen Sie? Nein, Nein. ich habe früher geraucht, falls das relevant ist. Ja, wie war das? Wann Aber haben Sie aufgehört? ach, das müssten jetzt schon 8 Jahre sein, seitdem ich aufgehört habe, zum Glück. Und wie lange haben Sie geraucht damals? 6, 7 Jahre. 6, 7 Jahre. Okay. Gut. Trinken Sie Alkohol? Ja, nicht viel, aber schon abends nach der Arbeit gerne ein Glas Wein. Und am Wochenende, wenn wir mit Freunden unterwegs sind, dann gerne auch 2 oder 3 Gläser. Okay, dieses Gläschen Wein nach der Arbeit, ist das so einmal die Woche, zweimal oder doch öfter? Ach, das ist schon fast jeden Abend, aber ein kleines Gläschen. Okay, wunderbar. Frau Becken-Westphal, nehmen Sie das jetzt bitte nicht persönlich. Das ist eine reine Routinefrage, die ich aber natürlich auch Ihnen stellen muss. Und zwar, nehmen Sie Drogen? Nein, ich nehme keine Drogen, wobei ich zugeben muss, dass ich vor einiger Zeit ab und zu mal Ritalin genommen habe. Okay. Einfach, weil wir ein paar wirklich große Projekte auf der Arbeit hatten, für die ich zuständig war. Und ich musste wirklich sehr lange arbeiten und ja, habe 2, 3 Mal Ritalin genommen. Okay, das Aber war's jetzt schon aber. lange. Ja. Ja, sehr gut. Okay, prima. Gut, kurz zu Ihrer Familie. Gibt es in Ihrer Familie Eltern, Großeltern, Geschwister irgendwelche Vorerkrankungen oder chronische Erkrankungen, wie zum Beispiel Krebs oder Diabetes oder einen Herzinfarkt, irgendetwas, was Ihnen bekannt ist? Das gibt es ja, Großeltern auch. Ja, klar. Mein Großvater hatte Leberzirrhose Okay. und ist leider auch daran gestorben. Oh, das tut mir leid. Danke, ist schon lange her. Und meine Großmutter hatte Brustkrebs, aber sie lebt noch. Okay, sehr gut. Ihre Eltern sind gesund? Meine Eltern sind zum Glück gesund, ja. Sehr schön. Haben Sie Geschwister, Frau Böcken-Westphalen? Ich habe eine Schwester und sie hat auch ein paar Problemchen. Und zwar hat sie Asthma und Neurodermitis. Asthma und Neurodermitis, okay. Aber sonst ist auch sie gesund.
Ja, sonst geht's ihr gut. Sehr gut. Haben Sie Kinder, Frau Becken-Westfalen? Nein, ich habe keine Kinder. Okay. Wie sieht es denn in Ihrem Sozialleben aus? Sind Sie verheiratet? Ich bin frisch verheiratet, ja, seit 5 Monaten. Wie schön. Herzlichen Glückwunsch auch dazu. Herzlichen Dank. Sehr schön. Dann gehe ich davon aus, Sie leben auch mit Ihrem Ehemann zusammen. Das ist richtig, ja. Okay, prima. Wir hatten zwar eben schon mal kurz über Ihre Arbeit gesprochen, aber ich habe es nicht ganz auf dem Schirm, ob ich Sie schon gefragt habe, was Sie denn beruflich machen. Ich arbeite in einer Marketingagentur, bin da für größere Kunden und für größere Firmenkunden und Marketingprojekte zuständig. Okay, sehr gut. Eine letzte Frage noch, Frau Becken-Westfalen. Waren Sie in der letzten Zeit im Ausland? Ja, ich war vor 2 Monaten geschäftlich in Singapur. Okay, und wie lange waren Sie da? 2 Wochen insgesamt. 2 Wochen insgesamt. Okay, gut. Frau Becken-Westfalen, von meiner Seite war es das. Ich habe alle Fragen gestellt. Ich würde das gleich nochmal mit Ihnen durchgehen, um abzugleichen, dass ich auch wirklich alles richtig notiert habe. Vorher möchte ich Sie aber noch kurz fragen. Haben Sie Fragen an mich? Ja, eine. Meinen Sie, dass es sehr schlimm wird oder meinen Sie, dass ich morgen wieder arbeiten gehen kann, weil ich ein sehr wichtiges Meeting habe morgen und wenn ich nicht selbst hingehen kann, dann müsste ich mich darum kümmern und eine Vertretung finden. Ich werde Ihnen jetzt etwas sagen, was Sie wahrscheinlich nicht so gerne hören möchten, aber da kann ich Ihnen leider gerade noch keinerlei positive Auskunft drüber geben. Das, was Sie beschreiben bezüglich Ihres Knies und auch Ihres Daumens, da müssen wir wirklich erstmal MRT-Bilder von machen und auch Röntgenbilder von machen, um wirklich zu sehen, was da los ist. Nicht, dass Sie sich etwas gebrochen oder gerissen haben. Sollte das der Fall sein, muss man abwägen, ob wir sie operieren oder nicht. Das können wir aber alles erst sagen, wenn wir die Befunde da haben. Ich würde auch gerne noch mal eine Untersuchung mit Ihrem Kopf durchführen, um dort auch zu checken, dass da eben alles in Ordnung ist. Und ja, wenn alles in Ordnung ist, würde ich Ihnen trotzdem raten, das Meeting vielleicht morgen einmal online durchzuführen, damit Sie sich schonen können. Aber genauere Auskunft, wie bereits gesagt, kann ich Ihnen erst geben, wenn wir alle Befunde da haben. Okay, ich danke Ihnen. Online wäre schwierig, aber dann werde ich jetzt gleich dafür sorgen, dass mich jemand vertritt. Okay, sehr gut. Wir werden auch gleich die Untersuchungen direkt durchführen. Wenn wir mit der Aufnahme fertig sind, dann würde ich Sie bitten, schon mal rüber ins Untersuchungszimmer zu gehen und dann geht es dort auch gleich los, ja? Alles klar. Noch mal kurz zum Abgleich. Sie hatten einen Fahrradunfall, sind auf die linke Seite gestürzt und haben seitdem Schmerzen auf der linken Kopfseite, im linken Daumen sowie im linken Knie. Die Schmerzen im Kopf sind sehr leicht, die Schmerzen im Daumen dagegen schon wesentlich stärker. Sie haben die Schmerzintensität dort mit einer 7 beschrieben und haben gesagt, dass Sie den Daumen auch nicht mehr bewegen können. Der Genau. Schmerz wurde stechend beschrieben und gleiches gilt fürs Knie. Auch das Knie können Sie nicht mehr bewegen. Im Ruhezustand wurde die Schmerzintensität mit einer 8 beschrieben, bei Bewegung unerträglich, also 10 oder mehr als 10. Auch dieser Schmerz ist stechend. Ansonsten sind Daumen wie auch Knie geschwollen, richtig? Richtig. Sie haben gesagt, dass Sie das Bewusstsein nicht verloren haben bei dem Unfall, dass Ihnen nur kurz danach Genau. leicht schwindelig war. Das sei aber schon wieder vorbei. Genau. Vorerkrankungen haben Sie keine. Medikamente nehmen Sie auch keine regelmäßig ein, außer der Pille. Sie hatten eine Operation am rechten Fuß vor 2 Jahren. Da wurde der Hallux valgus operiert. Ansonsten körperliche Beschwerden gibt es keine. Sie sind ansonsten gesund, Gott sei Dank. Genau, Bis auf ansonsten. die Histaminunverträglichkeit. Genau, das hätte ich jetzt auch noch mit eingebracht. Vielen Dank nochmal dafür, habe ich mir notiert.
Genau, es gibt ein paar Vorerkrankungen in der Familiengeschichte. Sie sind frisch verheiratet und arbeiten in einer Marketingagentur. Ja? Das ist alles richtig, ja. Perfekt, sehr gut. Frau Becken-Westphalen, dann war es das jetzt erstmal von meiner Seite. Wir machen jetzt mit den Untersuchungen weiter. Ich bin in kurzer Zeit wieder für Sie da, okay? Alles klar, ich warte dann hier, danke Ihnen. Super, besten Dank und bis gleich. Bis gleich.